Willkommen zurück zu meiner Folge Minecraft, diese Folge 759. Yay, und wir sind dabei ein bisschen, ja, unsere, also haben den Weg gerade ein bisschen gebaut. Wir schmeißen den Tuff, müssen wir nochmal hier behalten, den müssen wir uns tatsächlich. Ja, wir waren dabei, haben hier ein bisschen Zeug gesammelt, genau, und Tuff wollen wir noch da reinarbeiten, aber davon haben wir nicht genug. Eventuell die Sachen noch. Gras brauchen wir nicht reinarbeiten, aber wir brauchen sowieso ein bisschen Dirt und sowas. Wir holen uns dafür mal wieder ein paar Knochenmehls. Und zwar war Knochenmehls 1 weiter. Ui, so, Knochenmehl holen wir jetzt hier nochmal. Zwei Stacks, so, und dann können wir uns nämlich jetzt ein bisschen Pazzole erfahren. Wir müssen uns jetzt nur überlegen, wo wir das machen. Da ist einfach ein riesen Baum gewachsen. Das sollte sogar nicht. Naja, gut. Weil hier haben wir ja jetzt natürlich wir haben natürlich jetzt hier nee, du sollst hier einen Block setzen. Die können ruhig weg. Ja, mit der Schaufel, das funktioniert nicht so ganz. Das ist ein bisschen doof. Dann ernten wir zuerst mal hier unseren Potzold ab. Und machen wir mal so, ne, so. Damit hier wieder Gras wachsen kann. Damit hier wieder Gras wachsen kann. So, genau, und hier das auch noch. Das ist auch cool, dass das hier unter die Steine drüber wächst. Oh. Das ist cool. Das ist wunderbar, so. Und dann können wir nämlich jetzt hier den noch abernten. Das ist halt. Warte mal, könnten wir auch eigentlich das so machen? Nee. Schade, dann können wir nur das Fleisch wieder zurück tun. Und können hier wieder hinsetzen. So. So, wunderbar, wunderbar. Und hier natürlich dann alles einfach abbauen. Einfach so abbauen, wie es ist. Und dann haben wir sehr viel Pazzol gleich wieder erfarmt. Dann müssten wir uns mal eine kleine Fläche sogar für machen, glaube ich, dass wir einfach Pazzol farmen können. So, und dann hier einmal rüber. Und dann können wir das hier rüber abernten. So, das ist doch schön. Jetzt können wir doch hier mal so einen Screenshot machen. Dann kann man hier schön alles mit Potzoll. Ja, alles jetzt auch ein bisschen schwierig, weil hier haben wir natürlich haben wir hier jetzt die ganzen Sachen, die wir hier, die ganzen Bäume meine ich natürlich, die wir da natürlich haben. Ne? Bin ich mal gespannt, wie viel Potzoll nachher noch hier übrig bleibt, wenn wir unter den Bäumen nicht alles kriegen. Hier zum Beispiel ist ja nämlich auch noch. Hier ist ja auch noch ein bisschen Zeugs. So. Hier ist ja auch noch überall Potzoll. So. Das heißt, es gibt auch bald wieder eine Folge, wo wir das Holz hier abbauen. Hier gibt es eine Biene, hallo. Da gibt es ein Bienennest. Oh, cool. Aber das lassen wir nochmal für irgendeine andere Folge. Gibt es sogar noch eins? Da gibt es sogar mehr Bienennester. Super. Das lassen wir mal für irgendeine Folge für später. Nochmal als Überraschung uns ergehen. Das ist für später eine wunderschöne Überraschung.
So, ja, ein paar Steaks haben wir doch schon wieder zusammen. Hallo Bienchen. So, dass wir Hauptsache unseren Potzl hier rauskriegen. Ich meine, das ist ja auch. Kommt ja auch noch zugute, sag ich mal, dass wir hier unseren Potzl rausholen. Weil dann haben wir die Erde, die Fläche auch irgendwann mal wieder schön sauber. Hoffentlich. So, haben wir hier jetzt nochmal welche eingesammelt? Ja, drei Stück. Drei Stück, hier können wir auch nochmal Potzoll ernten und brauchen wieder Gras. Gras sei schon Erde. Hier können wir auch nochmal ein bisschen Potzoll ernten. Ja, es ist schon dunkel hier drin, das ist mir klar in diesem Urwald. Aber das ist ja nicht so wild. Was haben wir noch? Gute Erde haben wir genug. Erde haben wir genug, das ist nicht so schlimm. So, da können wir noch ein bisschen Potzoll lassen. Warte mal, das Loch wollen wir stopfen. Und dann gehen wir uns mal kurz ins Bett legen. Wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Oh, das hat doch gut getan. Einmal einen schönen. Ja, Mittagsschlaf wollte ich schon was sagen. Ist ja kein Mittagsschlaf, ne? Einen schönen. Nachtschlaf, so. Hier ist auch irgendwo ein Zombie. Das gefällt mir absolut gar nicht. Das ist absolut nicht so, was ich will. Huch, da sind schon wieder ein bisschen zu viel abgebaut. Naja, gut. Ah, da ist ein Zombie. Nö, 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 du nicht. Da und so. Super, super, super. Guck mal, hier haben wir doch. Können wir auch abbauen. Dann können wir die doch hier schon mal setzen. Ne, das nicht. Das nicht. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Wunderbar. Guck mal, da haben wir doch schon gefühlt alles hier abgeerntet. Wenn wir jetzt noch vier Spruce-Bäume hätten, da könnten wir hier auch nochmal ein paar bisschen Spruce-Bäume, Doch, guck mal, wir haben sogar noch vier. Wir haben sogar mehr wie vier. Das ist jetzt so die Frage, wo wir das machen. Ne? Weil am liebsten ja. Ach, wir haben kein Essen. Das ist jetzt die Frage, weil am liebsten würde ich das irgendwo machen, wo ich eh Erde abtragen will, aber ich will ja hier nirgendwo Erde abtragen, aktuell. Ich will ja keine Erde abtragen und hier sind überall Bäume, also können wir schon mal hier nichts hinsetzen. Ne, das geht schon mal nicht, aber wir können hier schon mal ein paar Sachen da reinschieben ins Lager. So. Wunderbar. Wunderbar. Stein haben wir nicht zufällig dabei. Ne, sonst schmeißen wir jetzt einfach mal alles ins Lager. Warte mal, wir können doch hier einfach mal kurz ein paar Steine abbauen. Dann haben wir doch hier mal ein bisschen Klarheit, die wir hier machen können. So. Sowas hier, genau. Guck, dann ist das auch gut. Hier kann man auch ab und zu mal nur so einen Stein. Ach, das war schon wieder alle. Einen brauche ich noch. Komm her. Einen da reinsetzen. Super. Super, 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 super. Wunderbar. Komm, wir bauen hier das jetzt auch gerade mal ab. Dann kann man vielleicht auch mal in die Richtung hier gehen und gucken, wie man das hier machen will irgendwann.
Denn es ist ja noch nicht sicher, wie das hier wird. Also wahrscheinlich bis hier so hin, bis zu, also quasi bis hierhin bleibt das so und dann wird das hier so ein Übergangsfade. Vielleicht kommt in beiden Seiten nochmal eine Lampe mehr rein. Aber das müssen wir ja dann sehen. So, alles da rein. Genau, Mehl habe ich tatsächlich nicht gebraucht. Doof. Egal. Schmeißen wir auch wieder zurück. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es gefallen hat, dann lasst mal eine positive Bewertung da oder ein Abo. Und bis dann. Ciao, Leute.